So, jetzt währenddessen läuft's. Winke ich noch eine Weile. Hallo. Jetzt läuft's doch bei mir. Hallo. Ich hatte Probleme. Ja, der Junge hat aber Probleme. Ah. Also, eine neue Folge Shit, hat er gesagt haben heute. Ja, eine neue Folge Shit. Shit, das Modpack. Mit echtem Content. So, kommt man hier auch lebend runter? Klar. Sagst du so leicht? Ich lauf da drüben runter. Deinem jugendlichen Leichtsinn. Juhu. Noch leb ich. Ich glaube, da ist echt mehr. Hab's überlebt. Ja, aber das sah mir aus. Ah, ein bisschen glitscht es manchmal rum. Ich mach das doch aus. Wo waren das mit dem Laufen nochmal auszumachen? Hm? Noch irgendwo Optionen? Was meinst du? Laufen ausschalten. Option Controls. Oben rechts. Direkt bei Controls. Ach, da war's ja. Auto Jump. Auto Jump. So, mal gucken, ob das wirklich ein Meer ist oder eine kleine Pfütze. Also das bei der Panda, der ist oft zu beeindrucken. Das da hinten sieht aus wie Meer. Das ist definitiv Meer. Also wenn das kein Meer ist, weiß ich auch nicht, ob das was Meer sein soll. Naja, hier weiß man nie. Ich glaube, das ist Meer, Rumble. Ist so leicht zu beeindrucken, weißt du? Dann kann man noch so eine kleine Mini-Pfütze, weißt du? Und dann, oh, Meer. Ich glaube, das ist Meer. Ja. Aber es ist... Na, ist das gut oder ist das schlecht? Weiß es was nicht. Denn? Ich bin dann so dicht bei dir. Keine Ahnung. Ja, du bist ja sowieso also ein bisschen weiter. Ich muss ja nicht hier bauen. Wir können ja nochmal an Küste langlaufen. Also ich... Du machst weiter nicht. Nein, ich werde dich noch verfolgen. Ich habe mein Gebiet markiert und werde dir noch auf deinem Findeweg folgen. Weil da vorne ist auch doof. Da ist er. Das ist so eine Landzunge hier. Wie es aussieht. Achso, ihr hört jetzt übrigens im Hintergrund Musik. Leider seht ihr nicht, was für welche. Oh, stimmt. Ihr hört im Hintergrund Musik und zwar ab... Muss noch einstellen. Ab, Moment. Ab jetzt. Ich hab's schon wieder vergessen. Tut mir leid. Da. Weiß. Und da hinten etwa eine Eisbio? Keine Ahnung. Die Unterwasserwelt angucken, man sieht die nichts. Man sieht. Dunkel ist. Auf jeden Fall ist hier irgendwo ein Tempel. Ja, da kommt Eis. Microphone muted. Und noch ein Schneebiom, also haben wir alles hier in der Umgebung. Ja. Dorf, Wüste, Schnee. Tempel. Aber jetzt kann ich. Jetzt. Ah, toll. Denn? Hi. Ich sehe dich nicht. Jetzt sehe ich dich. Wieso hast du mich nicht gesehen? Setz dich mal ins Boot. Moment. Na doch, jetzt sehe ich dich. Du warst eben unsichtbar. Langsames Rendering. Wir haben irgendwie Unsichtbarkeitsprobleme. Hallo Drohne, ich werde dich nicht hauen. Willst du mit dem Boot vielleicht rumfahren? Kannst du ja machen. Nee, du. Du suchst ja mehr. Mehr haben wir ja schon. Achso. Aber wenn jetzt hier das kommt, dann ist das doof. Einem Eis- und Schneebiom will ich jetzt nicht bauen. Muss ich meine anderen Seite lang fahren? Jo, fahren wir die andere Seite lang. Mach ich. Brrrp. Der Flitzepanda mit seinem Turbo-Boot. Wie er ganz verrückt rumpaddelt. Bin ich mal neugierig. Komm mal hier rauf. Ja, da kommt Eisbiom. So, das Eisbiom ist aber scheinbar sehr auf deiner Seite einfach. Dann einfach mal nach rechts da, in den Berg rum. Hier kommt dann nur noch Eis und so. Da ist schon wieder ein Tempel. Ja, hier ist auf jeden Fall mehr. Viel mehr. Sehr viel mehr. Hier ist auch einen schönen Strand mit Wiese ein bisschen. Strand mit oder Wiese? So. Dann gehen wir doch mal an der Küste. Das Loch da ist hübsch.
Der Berg gefällt mir. Ach nee, okay. Trotzdem hübsch. Nee, okay, trotzdem hübsch, okay. Ja, das sah kurz aus, als ob es da durchgeht, aber jetzt ist es halt fertig gerendert und ist halt ein Berg. Schon wieder angeschrieben hier, muss kurz wegklicken. Also hier ist auf jeden Fall Berg. Ich glaube, ich nehme fast den Berg hier, also am Meer. Dass ich am Meer wohne. Da ist eine Höhle. Ich will auch noch am Meer wohnen. Ja, aber ich... Halt am Meer, ne? Nicht im Meer. Hier haben wir einen Cobblestone-Strand. Nicht so deins, ne? Nein. Wenn dann schon Sandstrand. Cobblestone, Gravel meine ich, Entschuldigung. Wohnen wir in der fliegende Insel und die dritte. Ich bleibe hier vorne, wenn nichts Besseres ist. Ne, hier sind so komische Strände und ein Piratenschiff. Machen wir hier. Oder ein Schiff allgemein. Gravel-Strand, nehmen wir das mal. Ja, hier sind auch so Gravel-Strände. Alles doof. Und viel, viel offenes Meer. Plus ein Schiff. Ja, noch weiter reingeht, wäre auch nicht schlecht. Das ist so ein Meer, geht das Meer. Also hier geht's auf jeden Fall weiter rein. Achso, du meinst von der Tiefe her, ne? Ja. Eigentlich kann ich mir auch mal ein Boot bauen, ne? Ja, eigentlich schon. So. Versuch dich mal wieder zu finden. Irgendwas wegschmeißen. Ach du Kacke. Nehmen wir die Federn weg. Coole Schippermusik. Sehe ich dich auf der Weiler-Map? Nein. Du bist bestimmt an der Küste dann gefahren, ne? Ja. Komm dir mal entgegen. Oh, der Berg da ist echt hübsch. Dem ich gerade vorbeifahre bestimmt. Ja, ich denke mal, dass das der ist. So ein Riesenloch drin und so. Ich sehe dich. Da hinten bist du. Ich sehe dich auch und dein Boot. Hallo Boot. Ach, schöne Unterwasserwelt, da sind lauter Korallen. Das ist ja cool. Du noch? Ja, ne? Ja. Bist du einfach geradeaus? Ah, jetzt biegst du ja ab, okay. Ich geradeaus. Du stehst bei mir so im Wasser. Ja, bei mir stehst du auch da hinten im Wasser und hier sehe ich ein leeres Boot. Okay. Nee. Ah, hier ist ein leeres Boot, okay. Ich habe Angst, dass ich dich ran. Ich würde jetzt vor dir langfahren. Genau. Und es wird schon wieder Nacht. Ich sorge mal kurz für Licht. Was hier ist? Das ist das Schöne. Der Mod hier. Das ist also das schon wieder himmlisch. Und wieder Eis? Ja. Ja, da fängt schon wieder Eis an, dann. Sonst nehme ich hier die Insel. Das ist doch nicht schlecht. Insel? Welche Insel? Von der Seite hier? Ah, die Landzunge hier. Ach da. Ja, das ist ja so eine kleine Mini-Insel, ne? Ja, die könnte man nehmen. Wie sieht's denn da hinten aus? Also C gedrückt, willkommen bei Psy. Ja, das wollte ich nicht. Ja. Oh, was sind das hier? Ich dachte, das ist ein Grund, aber ne. Hier spawnt ja ein Creeper. Aus. Ich will irgendwo einen Punkt und von da ist dann der Einstieg ins Meer. Aber das, dein Berg ist auch wieder so dicht. Ja, halb so wild. Und dann bist du von der Insel. Hier haben wir wieder ganz viel Gravelstrand. Kann ich mir nämlich erstmal ein Häuschen darauf setzen? Von da aus dann ins Meer bauen? Ja, irgendwo muss ich ja vorher wohnen. Oh, hier oben ist auch ein schöner Berg. Was für Pflanzen? Oh, bitte steh Einzelberg. Bitte steh einfach ein großer Berg mitten im Meer. Ach, die sehen ja cool aus. Oh, bitte. Ein Orgasmus? Ja, gerade schon. Ja. So, ich mach mal hier mein... Bitte hör gleich auf, bitte. Minecraft, tu mir einmal den Gefallen und renne, wie ich das will. Boot. Ja. Kann er jetzt sehen? Ja, hallo Map. Stimmt ja, jetzt ist ja... Wenn man den
Beam nahe kommt, dann wird er unsichtbar. Ja. Und ich glaube, ich habe meinen Berg gefunden. Hier ist einfach ein Riesenberg mitten im Meer. Echt? Ja. Wo? Muss ich sehen. Weiter nach rechts, also. Ich weiß nicht genau, wo du deinen Punkt hast. Komm mal zurück. Ich hab Angst. Ja, komm mal zurück. Im Meer? Ja. Ihr könnt den ganzen auch haben, wenn du ihn haben willst. Nee, nö. Ruhig. Ja, Unterwasser verwundert, das ist egal. Nur einen guten Einstiegspunkt. So, jetzt auch. Solltest du irgendwann kommen. Hm? Ich sehe dich nicht. Also ich bin nicht weitergefahren. Ich fahre zurück. Hallo, Romy? Ah, da. Ich sehe dich. Und du siehst mich? Ich sehe dich auf der Map. Okay. Ich komme. Ach da. Versuche. Jetzt tauche ich auf der Map auf. Aber ist das schön. Ich meine, das Eis da hinten ist nicht ganz so toll, aber... Da bist du. Hallo, leeres Boot. Du hast Rumble gelassen, hä? Na, das ist echt ein bisschen... Ach, du bleibst auch da stehen, wenn du fährst, okay? Ja. Folge einfach mal dein leeres Boot. Gut, verfolge mein Boot. Das führt dich schon zum richtigen Weg. Deswegen warst du auch nicht da, als du da angefangen kamst. Ja, das kann sein. Kommt irgendwie damit nicht klar, das ist ja doof. Da drüben ist er. Schön. Auch so ein Feld von all den Rollen unten. Na, er baut sich langsam auf. Da ist er. Okay, echt cool. Er schwebt ja einfach so im Wasser, wo er steht. Ja, einfach ringsrum Wasser. Cool. Finde ich auch. Ich meine, das Eis ist nicht ganz so prickelnd, aber... Naja, muss ja nicht in die Richtung bauen. Nee. Oh, hinten noch sogar ein Bäumchen. Ja. Das ist schon echt cool. So eine Höhle, so eine Halbhöhle, das ist ja, ja auch cool. Also ich bin gerade begeistert von Minecraft. Ist doch mal das, was sie so hübsche Landschaften generieren. Und eine fliegende Insel. Ja, die fliegende Insel. Ja. Die finde ich nicht ganz so toll, aber. Nee, wohl überall. Cool, ne? Ja. Hab ich was gefunden? Bleib mir. Bleib ich hier. Ja. Wieder hinten zu meinem Strändchen. Der ist 360 Meter entfernt. Muss nur gucken, wie ich da hochkomme. Du hast auch ein Tempel hier irgendwo. Ja, ich habe auch schon so Tempelviecher gesehen gehabt. Ja. Entschuldigt, dass ihr ständig das Muten hört, aber geht nicht anders. Der Korallenstrand da irgendwas Besonderes? Hm? Na, die Korallen da unten. Ach, siehst du die auch? Ja. Ach, ich dachte, nicht durch dein Mod. Mod. Nee. Ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Schau mal. Yomo Plenty. Oh, schön. Das sind echte Korallen, die man abbauen kann. Totally Coral. Cool. Du bist voll Korall. Ja, ich bin voll Korall. Gut. Wer kennt das noch von SpongeBob? Ja, Korall sind doch alle. Voll Korall. Die haben ganz Koralle Zuschauer. Ja. Aber ich glaube, den Berg nehme ich echt. Die Insel baue ich dann auch noch irgendwie mit ein. Ich behalte die Insel. So. Finde ich cool. Mal für Holz sorgen. Stimmt, ich sollte mir ein bisschen Holz mitnehmen. Dann versuche ich mich mal da drüben hoch zu stecken. Irgendwie. Dann hockt er auf seinem Berg und kommt nie wieder runter. Ja. Aber erstmal nehme ich hier ein bisschen Birkenholz mit. Ja, und in der dritten Folge bin ich dann ja auch alleine. Dann kann ich mal ein bisschen was sagen. Was? So, jetzt sagen. Nein, halt, ich will deine Leute nicht zutexten. Ja.
bisschen allgemein mit dem, was ich machen soll und so weiter. Ja, stimmt, sind die Pläne. Jeden Sonntag irgendwas Besonderes. Sei es PvP, irgendeine Challenge. Ja. Was machen wir da am 1.? Ich würde also sagen, dass wir am 1. Ja, gleich prügeln, wenn du. Oder? Ja, ist das Einfachste, ne? Im Prinzip ist es das Einfachste, ja. Sogar scharf, cool. Na, das finden wir noch heraus. Ist ja sowieso nicht diesen Sonntag, sondern nächsten Sonntag. Also am... Ja. Ja, wie viel ist das dann? 4... am 11. 11.9. Oder 11.10. Nein, 11.9. 11.9. Monat haben wir noch lange nicht. Ja, Entschuldigung, Weinchen. Ich bin schon fast in Weihnachten. Voll. Schon Weihnachten. Ja. So, die Setzlinge hier heben wir auf, sofern sie sich aufheben lassen. Das ist ein Holz. Und dann wuseln wir zu unserem Berg hoch. Ja. Die Black Flower, was hast du? Black Lotus. Tolle Pflänzchen haben wir hier. Achso, ich wundere mich, dass ich die Setzlinge nicht aufheben kann. Ist schon wieder voll. Ja. Was heißt schon wieder? Immer noch. So, dann gehen wir mal zu unserem Berg. Ich hab eine schöne Kiste. Ich glaube, dass der Berg echt eine gute Idee ist. Ich freue mich. Wann hat man mal die Möglichkeit, auf einem Berg mitten im Meer zu wohnen? Das weiß ich auch nicht. So, gucken, ob wir da hochkommen. Hast du eh nicht. Ich will mein Boot. Old Rod, der kam mit. So. Gerade, ich hatte noch. Okay, genau. Aber erst noch, haben wir noch ein bisschen Holz. Ein schickes Haus bauen können. Ich stack mich jetzt irgendwie hoch. Die schon Eier. Da ist auch Hühnchen hier. Ja, ein Hühnchen. Ach Gott, wie komme ich da hoch? Ich hätte mir Leitern machen sollen. Aha. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach noch. Was? Leiter? Ja. Oh Gott, noch einen. Noch einen, oder? So. Ey. Ich hoffe, da ist auch eine hübsche Aussicht da oben. Ich habe auch eine hübsche Aussicht. Meine ist hübscher. Mehr. Nein. Doch. Nein. Nicht nein, wenn ich doch sage. Nein. Oh nö, wird schon wieder dunkel, ne? Ja. Hast du ein Problem damit? Ja. So, das Bett stellen wir mal genau dahin. Und schlafen. Ach Gott sei Dank kann er einfach schlafen und wir schlafen dann automatisch auch. Naja, in Anführungsstrichen. Ja. Er will ja nicht mit mir schlafen. ja, das hast du gut erfasst. Oh Gott, ist das hoch. Wer hat sich das ausgesucht, hier auf dem Berg zu wohnen? Das ist ja schrecklich. Ich habe sogar einen kleinen Höhleneingang hier. Aber gut. Vielleicht ein Mini-Höhlenengel. Stimmt, ich hätte erstmal in die Höhle ziehen können. Egal. Nein, du musst gleich oben auf den Berg rauf. So, hüpf, 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 wir sind gleich oben. Das ist ein Baum. Baum, ich komme. Und ich habe mein Ziel erreicht. Wir sind oben. Hier einfach ein paar neue an. Gleich epische Kampfmusik. Dann haben wir noch ein bisschen Holz später. Aber ist auch kein Baum hier oben drauf.
Ja, Gott sei Dank. So, hier wohnen wir. Da noch einen Höhleneingang. Ach, hier sind kleine Inseln. Zwei von den Inseln. Echt? Auch nur mini-mäßig. Cool. Ibu, Eisen. Cool, Berg. Eisen ist besser. Also ihr könnt erstmals Ideen, wenn ihr irgendwas loswerden wollt zum Modpack, einfach in die Kommentare damit. Meinst du, ihr habt Ideen? Keine Ahnung, meine Ideen, Turtle. Fragen, Vorschläge. Ja, bauen wir eine Turtle. Das könnte vielleicht auch kommen, ja. Häuschen. Ein bisschen planieren hier. Und bei wie vielen Minuten sind wir? Hat Rumbles Suche so lange gedauert? 21. 21, na das geht noch. Microphone muted. Microphone activated. Dann kann ich jetzt erstmal hier ein paar Bäume anpflanzen. Das ist so übel. Meinst du? Also ich muss sagen, ich mag sie zu wohnen. Seht ihr? Er schon mal glücklich. Ja. Und jetzt können wir das alte Modpack spielen, ja? Nein. Aber wir hoffen echt, dass es gut funktioniert. Na, ich hoffe es auch. Aber schlechter laufen kann es nicht, wenn der Server halt alle 2 Stunden stehen bleibt. Auch nicht. Bei dem Modpack hier... lustigerweise, wir haben es über Nacht laufen lassen und es wurde immer weniger RAM verbraucht. Ja, es war etwas Positives. Wir hoffen, dass es so weitergeht. Egal, was wir tun. Bitte weniger RAM. Mein Grundgerüst steht schon mal. So, ich hätte vielleicht Sand oder sowas mitnehmen sollen und mir markieren, wo ich nach unten begehe. Toll, wo ist meine Höhle gewesen? Mist. Aha. Er hängt schon mal fest, das finde ich super. Nein, ich hänge nicht fest, aber... trotzdem wäre es schön gewesen zu wissen, wo meine Höhle ist. Damit ich mir so einen Gang nach oben und unten buddeln kann. Brauchst du nicht. Braucht dann schon Gänge. Na, damit man hoch und runter kommt. Gänge sind total überbewertet. Wo haben wir Land? Da hinten haben wir Land. Das heißt, ich möchte eventuell hier runter. Bist du sicher? Ja. Ich will aber trotzdem... na, ich würde gerne in der Höhle rauskommen. Ja, was du möchtest, ist egal. Das ist jetzt doof. Gut, planieren wir noch ein bisschen. Wir müssen ja irgendwo unser Haus hinstellen. Planieren aber nicht zu viel, denn wir wollen nicht einfach auf dem flachen Berg wohnen. Nicht? Nee, das ist ja wieder langweilig. Aber ja. So, Holz ist alle. Und was auch immer ich hier baue, es wird auf mehreren Stelzen gebaut. Ich nehme mal Holz vorbei. Ich habe selbst kaum was. Nee. Ist die Schaufel auch kaputt? Können wir mal einen Ofen machen? Ganz schön viel Zeug hier. Achso, wir haben ja auch hier bei den Chests jetzt Knöpfe. Können wir sagen, hier machen wir alles in die Chests rein. Stimmt, Chests, sowas gibt's ja auch. Ja. Ich glaube, das sind stellen die Dinger, womit man sein Inventar entmüllt, oder? Ja. Versuch's doch mal. Ich find's auch sehr schön. Ich verstehe nicht, warum das in Minecraft nicht gemacht wurde. Wo so an die anderen Türen und sowas reingenommen haben. Kisten aus anderem Holz. Wir haben auch Tiny Coal. Himmlisch. Können wir reinlegen und dann wird immer nur eine Kohle verbraucht pro Item, das verwandt wird. Okay. Ja, einfach so, da, Kohle stimmt. Ins Fenster und dann Tiny Coal raus. Das ist gut und da habe ich ein Buch bekommen. Okay. Und zwar Double von Springer. Dem Mod. Ach stimmt. Hab ich aktuell. Auch. Editionals, keine Ahnung.
Die wolltest du drin haben. Echt? Action Edition. Ja. Wenn du das sagst, wird es schon stimmen. Ich habe nur keine Ahnung, was dieser Mod macht. Bei Tulkas. Man kann sein ganzes Inventar da reinwerfen. Ah. Der grüne ist das ganze Inventar reinwerfen. Der blaue ist nur das, was passt. Okay. Okay. Der braune? Da holst du dir Sachen raus. Also du suchst die Sachen in der Kiste und holst sie in dein Inventar. Ach, stimmt. Das ist auch cool. Muss ich hier die Mods erklären, die er reinpackt? Also wirklich? Ja. Wer sonst? Bin ich du. Dafür bist du nur hier im Let's Play drin. Nein, machen wir nicht. gar nicht. Doch, machen wir. Juhu. Bambus. Ja, Bambus. Microphone activated. Was, Bambus? Du hast keinen Bambus. Nein, ich habe aber Berg. Zählt das auch? Panda ohne Bambus. Könnt ihr mal sehen. Ja, deswegen muss ich dringend noch runter und Sand und alles Mögliche. Ich brauche noch Holz. Holz, Holz, Holz. Mein neues Haus. Ich mache mir jetzt ein besseres Werkzeug hier. Aber ich glaube, Moment, wir können doch die Werkbank, glaube ich, nehmen und die nochmal craften. Ja. Ach, perfekt. Kühe habe ich auch. Ich habe hier gar nichts. Lack. Ich habe nur eine Steinspitzhacke, die jetzt ins Meer geworfen wird. Oh, die Arme. Microphone activated. Tschüss. Die hat auch Gefühle. Jetzt nicht mehr. Oh. Wem beseitigt. So, aber mein Essen sollte ich mitnehmen. Ja, solltest du. Irgendwo hatte ich doch Fleisch. Rohes. Hatte ich noch rohes Fleisch? Null, der Bäcker im Loch. Hab schon mein ganzes Fleisch gegessen. Da kann ich doch nichts für. Doch. Viel Neues. Alles dein Schuld. Ja, wir haben noch viel zu tun. Häuser bauen und Feld anlegen zum Überleben. Ja. Alles Mögliche, natürlich. Ich finde schon ein bisschen schade, dass es im alten Modpack nicht weiterging, aber... Ja, das ist echt schade. Wenn das Modpack nicht mehr möchte, möchte es nicht. Deswegen wollte ich auch ein bisschen sparsamer mit den Mods. Aber sind hoffentlich gute drin. Ich bin schon. Mit Open Computers werde ich mich dann auch auseinandersetzen müssen, weil... Ja, in der nächsten Folge baut ein Computer. Nein, werde ich nicht, weil ich habe die Materialien nicht. Das ist echt so teuer. Turtle hätte ich jetzt schon längst anfangen können. Ja. So, aber ich möchte immer noch wissen, wo es nach unten geht. Wo ist meine Höhle? Keine Ahnung. Ach, trotzdem den Gras weg. Wirklich, weg. Schon wieder dunkel. Ja. Da? Ja. Und Point Z. Holz, das ist auch schön. Kann ich mir schlafen? Nein. Und das dann springen wir jetzt einfach nochmal nach unten, wenn Rumblebeast schläft. Ja, tu ich. Ja, tu ich. Und du tust du? Nee, diese faulende Sau. Ich hab nirgendwo Sand. Na, da war doch eine Wüste. Ach, das ist übrigens das Piratenschiff, was der Panda meint. Oh, Gott sei Dank. Ach, warte, wir laufen mal zum Piratenschiff. Da sollte nämlich auch eine Kiste drin sein. Feder ist toller Loot. Schön im Eis feststecken geblieben. Ja. Ich hätte mein Boot mitnehmen sollen. Hättest du? Ja. Was ist da unten Sand? Ich glaube nicht. Sieht cool aus. Doch Piraten?
Ja, jetzt doch, müssen da. Wir leider darüber. Ah, da sind Piraten. Doch, da sind Piraten. Ja. Gibst du gleich. Okay. Tschüss, Piraten. Nee, nee, da hat er Angst. Nicht. Ich hol mir mal wieder ein bisschen schwarze Farbe hier. Noch von hinten dran. Komm her, ihr Tintenfische. So, hier haben wir Sand. Sehr schön. Den brauche ich. Brauchen wir ein bisschen was zum Bauen? Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Ich nehme erstmal so ein bisschen was mit. So. Der Baum. Hoch und da ertrinken wir. Oh Gott. Oh Gott. Was? Japanisch. Ach, du bist japanisch? Panisch. Ohne Japan. Außerdem. Oh, 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 oh. Aber in gewisser Weise bin ich auch japanisch. Ich bin ein Panda. Tschüss. Tschüss. Wie geht es mit den Piraten? Ein Diamantschwert. Ach, Piraten immer. Mit dem Diamantschwerter? Ja, der eine, der Kapitän oder was das sein soll. Okay. Warum auch nicht? Duell! Duell mit dem Piratenkapitän! So, jetzt laufen wir hier mal auf dem Eis. Lang. Guten Tag, mein Name ist Jack Sparrow. Den nehmen wir mal mit, einfach weil es geht. Achtet nicht sein Gelaber, wir haben einen epischen Fight. Und er so! Gegen ein Dia-Schwert. Ich hab nicht mal ein Achievement. Nee. So, jetzt sind da noch Bogenschützen. Hast du jetzt ein Dia-Schwert? Ich hab auch noch zwei Pfeile. Nee, nur zwei Pfeile. Gift-Efeu. Autsch, toll. Auf die respawnen nicht, die Viecher. Ich denke mal doch. Werden bestimmt was spawnen. Ja, das ist der nächste mit. Bad, aber der sieht anders aus. Ja, der ist jetzt der Superkiller. Oh, nee. Ich hab ein Pumpkin. Ja. Ein einsamer Pumpkin. Ja, da ist schon wieder der nächste. Klingt nix. Was ist das denn schon wieder? Das sieht aus wie Soundcraft. Kriegt nur Müll. Nur Müll? Ja. Da ist schon wieder der nächste. No. Na, das müssen wir noch rausschieben. Kundung. Aber ich habe einen Totenkopf von der Elbe gattert. So, jetzt suche ich mir mal wieder. Autsch, mach ja. Schon wieder Gift-Efeu. Oh. Cool. Nein, Gift-Efeu ist nicht cool. Gift-Efeu tut weh. Aber wir sind bei 33 Minuten, würde ich mal sagen. Oh, echt schon? Ja. Ja, dann fahre ich alleine zurück. Wir sehen uns dann da oben. In der nächsten Folge. Der schöne Gift-Efeu. Ja. Immerhin hatte ich epische Kämpfe. Ich auch. Mit Squids. Tödliche, brutale Squids. Warte, das Banner, das stellen wir mal. Gleich hier so schön hin. Bam. So. Hier was ist ja Bescheid, ich bin ein Piratenjäger. Ein Ausgang. Hilfe. Hier geblieben, Boot. Bin voll episch. Naja, vielleicht. Ich bin voll episch. Sag ich ja, vielleicht. Ich so, gewisse andere. Können wir wieder auf unseren Berg hochklettern. Beziehungsweise, wir machen das noch fix. So, da wir gleich Schluss machen, sage ich noch, ich werde auch offline wieder spielen, so wie immer. Schlimm. Schlimm, einfach nur schlimm. Er will nur... Nein. Nur in diesen Challenges will der nur gewinnen. Ja. Ey, Schwein. Mistviech. Nenn mich nicht Schwein. Nicht du. Ich meine Schwein. Schweine darf ich Schwein nennen. Nee, nee, nee. So. Ja, bist jetzt zu Hause angekommen? Ja, ich bin zu Hause. Nein. Halbwegs. Können wir die Folge beenden? Nein, noch nicht. Moment. Auch wenn wir nicht zusammen sind. Jetzt bin ich zu Hause. Gut, und da ist ein Slime runtergefallen? Oder glitscht der nur? Nein, Hallo. Ich habe hier blaue Slimes. Lol.
Okay, jetzt habe ich auch noch einen epischen Battle. Achtung, Achtung, Achtung und. Hier. Ist denn mein Battle bringt so mein Achievement? Fängt er an zu cheaten, weißt du, wo er gehört hat, ich habe Piraten erledigt. Fängt er gleich an zu cheaten. Klar. Gut. Schlimm, der Junge. Dann bin ich fertig. Huch. Das ist schön. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Genau. Ja, ich kann auch winken. Ja, ich winke auch. Moment, ich winke. Ich winke. Ich kann auch winken. Emojis. Ja. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt im Schlammbambus. Dann geht's episch weiter mit Hausbau. Ja. Und ganz viele anderen tollen Dingen. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, wäre schön, Rumble bleiben. Rumble. Okay. Genau.